Es sind die kleinen Dinge im Leben, so wie diese Pflanzen, die mir eine riesen Freude bereiten können. Warum gerade die mir so eine große Freude machen, das besprechen wir in dem Video. Viel Spaß! Hier auf dieser Fläche haben wir im vergangenen September erfolgreich mittels Direktsaat eine neue Begrünung etabliert. Das heißt, wir haben den Boden hier vor der Einsaat nicht bearbeitet, wir haben ihn nicht umgebrochen und eine vielfältige Begrünung, vielfältige Pflanzenbestände, die sind für uns im Betrieb einfach etwas ganz Wichtiges, um Dauerkulturen langfristig gesund zu halten. Wir wollen Bodenleben fördern, wir wollen mit dieser Begrünung Nährstoffe in unseren Boden eintragen und der Christoph ist ein absoluter Bodenexperte. Mit ihm haben wir nämlich gemeinsam hier so eine vielfältige Begrünung entwickelt, mit der wir auch Humusaufbau als Ziel haben. Und Christoph, kannst du den Leuten ein bisschen erklären, warum so vielfältige Pflanzenbestände so wichtig für effizienten Humusaufbau sind? Ja, Dominik, also danke erstmal, Dominik, dass ich bei dir in deiner Kultur stehen darf und mit dir das gemeinsam mir anschauen darf. Prinzipiell müssen wir verstehen, dass das Entscheidende für einen effizienten und auf effektiven langfristigen Humusaufbau heißt, dass man Kohlenstoff in den Boden bringt, in einer Form, in der er lange dort erhalten bleibt. Und das hat dann die vielen, vielen Vorteile, die ein Humus, ein hoher Humusgehalt im Boden hat. Und dieser Kohlenstoff im Boden bleibt dann lange drinnen, wenn er in einer Form ist, die sich sozusagen, die gut anhaften kann an Tonmineralien, an Oxiden. Und hat sich in den letzten 10, 15 Jahren gezeigt in der Forschung, dass die alten Humustheorien ja komplett über den Haufen geworfen sind und man gelernt hat oder verstanden hat, dass entscheidend ist, dass es lebende Pflanzen im Boden gibt, die über ihre Wurzelausscheidungen einerseits das Bodenleben ernähren, sie füttern Bakterien, Pilze, Einzeller und andererseits sind diese Wurzelausscheidungen selbst Kohlenstoff in einer Form, die eben lange in diesen Hohlräumen und an diesen Tonmineralien anhaften und somit langfristig für stabilen Humus im Boden sorgen. Genau. Bezüglich diesen Werten, wie viel Kohlenstoff, wie viel Stickstoff eigentlich 1% Humus im Oberboden, wenn man jetzt von den obersten 25 cm spricht, wirklich enthält, da wird ja sehr viel diskutiert, welche Werte da tatsächlich stimmen, aber nur um vielleicht so Anhaltspunkte zu bekommen, welche Mengen Kohlenstoff oder generell an Nährstoffen man in den Boden bringen muss, damit man 1% Humus aufbauen kann. Man spricht hier von grob 2500 Kilo Stickstoff, die in 1% Humus im Oberboden gespeichert sind. Man spricht, wenn man stabilen Humus hat, von einem Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von ca. 10 zu 1. Das heißt, wir brauchen rund 10 mal so viel Kohlenstoff. Sprich, wir müssen 25.000 Kilo Kohlenstoff in unseren Boden reinbringen, wenn wir 1% Humus im Oberboden aufbauen wollen. Das ist einfach eine gigantisch hohe Zahl. Und der einzige Weg, wie das wirklich effizient passieren kann, auch wenn es nicht der schnellste Weg ist, aber für mich ohne Frage sicher der effizienteste, das ist über die Wurzelexudate, über vielfältige Bestände. Christoph, kannst du vielleicht kurz was dazu sagen? Wie ist es, wenn man wenige Kulturen angebaut hat, wenn man wenige Pflanzenarten hat oder wenn man viele Pflanzenarten hat? Kann man sagen, oberirdisch hohe Biomasse heißt auch gleich unterirdisch viele Wurzelausscheidungen, einen gesunden Boden? Naja, also grundsätzlich muss also das Ziel sein, dass man so viel lebende Pflanzen hat, die dann wachsen, damit wir sozusagen den Kohlenstoff aus der Luft holen und dann in den Boden hineinpumpen. Dieser Liquid Carbon Pathway. Je mehr Pflanzenarten ich in der Begrünungsmischung habe, desto stressresistenter bin ich, was äußere Witterungsbedingungen, was Aussaatbedingungen betrifft. Das ist ein ganz
wenig wissenschaftlich, aber logischer Grund eigentlich, dass man sagt, natürlich, wenn die Bedingungen für den einen Klee oder für die eine Leguminose schlechter ist, dann ist sie vielleicht besser für die andere Pflanzenart und so weiter. Das heißt, ich schaffe einfach eine gewisse, ich reduziere die Streuung in der oberirdischen Biomasse und natürlich dann insgesamt im Pflanzenbestand. Das ist das Offenkundigste, das man auch sieht. Deswegen schaut ja eine vielfältige Begrünung oder Zwischenfrucht in jedem Jahr und abhängig vom Saatzeitpunkt oft Tage- oder Wochenweise anderer Saatzeitpunkt vollkommen anders aus, weil sich die Pflanzen einfach anders entwickeln. Und außerdem unter der Erde, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass artenreiche Pflanzenbestände eine höhere Biomasse, an Wurzelbiomasse unter der Erde schaffen können, weil sie einfach effektiver die verschiedensten Räume im Boden erschließen können. Und genau das wollen wir ja unter der Erde Wurzeln, die Wurzelausscheidungen machen. Ganz konkret haben wir ja hier 40 verschiedene Pflanzenarten in dieser Mischung, die wir eingesät haben. Und jetzt ist es so, dass nicht jede Pflanzenart hier drin das gleiche Gewicht bekommen hat, sondern natürlich haben wir Pflanzen, die gerade hier für die Dauerkulturen ganz besonders wertvoll sind, etwas höher gewichtet als andere. Aber die Vielfalt ist einfach so wichtig, dass das ganze Bodennahrungsnetz hier drunter effizient funktioniert. Pflanzen, die uns persönlich zum Beispiel besonders gut gefallen und die auch hier in einem höheren Gewicht drinnen sind, sind zum Beispiel die Malve, der Weißklee, der Steinklee, andere Leguminosenarten. Warum jetzt zum Beispiel gerade der Weißklee oder auch der Steinklee und nicht andere Kleearten in dem besonders hohen Gewicht? Gibt ja ganz, ganz viele. Ganz einfach, weil zum Beispiel der Weißklee in unserer Erfahrung gezeigt hat, dass er besonders gut befahrbar ist. Wir haben ja doch in den Dauerkulturen hier viele Überfahrten auf das ganze Jahr hin gesehen und die Kleearten untereinander sind ein bisschen unterschiedlich resilient, was eben diese Befahrbarkeit betrifft. Die Malve hat zum Beispiel ein hohes Gewicht in der Mischung, weil diese sich auch sehr oft schneiden lässt, sehr oft mähen lässt, mulchen lässt und sich sofort verästelt und wieder neu austreibt. Und auch mehrjährige Pflanzen generell war es uns wichtig, einen hohen Anteil in die Begrünung als Mischung mit reinzubringen, weil wir nicht nur ein Jahr Vielfalt erhalten wollen, sondern wenn möglich auf 3-4 Jahre zumindest. Nach 3-4 Jahren intensiver Bearbeitung in so einem Obstgarten wie hier, da muss man dann eh schon wieder neu einsehen. Was man jetzt vielleicht da in den Direktsaatspuren nicht so sieht, weil die Aussaat noch nicht so lange her ist, es sind ja auch Gräser drinnen. Die Gräser haben, also sie spielen natürlich eine besondere Rolle in jedem Ökosystem und Gräser sind insbesondere, da haben dafür eine hervorragende Eignung, gerade wenn wir über den Liquid Carbon Pathway reden, also den Kohlenstoff über Wurzelausscheidungen ins Bodenleben zu bringen, das Bodenleben zu füttern, sind Gräser extrem gut geeignet, aber sie sind auch sehr, sehr hoch mykorrhizierend, fördern also diesen symbiontischen oder diese symbiontischen Bodenpilze, die hier passieren und es gibt auch ein wunderbares Zusammenspiel, das man ja in natürlichen Ökosystemen immer wieder sieht aus Gräsern und Leguminosen, weshalb ja das so gut funktioniert, dass man Wicken, Klee und Gräser miteinander kombiniert und die dann ober der Erde, aber auch vor allem unter der Erde hervorragend zusammenarbeiten. Genau so ist es. Im Endeffekt, man braucht von allen Arten etwas und weil ich vorher auch beim Klee die Befahrbarkeit so angesprochen habe, eine Mischung ohne Gräser, die wäre für einen Dauerkulturbetrieb, wie es wir sind, mit Obst, Weinbau, einfach nicht geeignet, weil Gräser immer noch die allerbeste Befahrbarkeit unter allen Pflanzen haben und sollte deswegen in einer jeder Dauerkulturmischung auf jeden Fall seinen wichtigen Platz einnehmen. Aber nur Gräser alleine natürlich auch wieder nicht. So sieht man es aber leider noch sehr, sehr häufig, dass entweder eine natürliche Verunkrautung sich einfach einstellt oder dass man eine reine Graseinsatz sieht und Gräser ganz alleine nur mit Obstbäumen sind zwar dann zwei Kulturen sozusagen, zwei Arten, aber das ist schon sehr knapp an der Monokultur dran und das sollte man auf jeden Fall so gut es geht vermeiden. Genau, deswegen sind ja auch Kräuter dabei, wie der Spitzwegerich, der Wiesenknopf, die Tagetes, alles noch aus Pflanzen, aus verschiedensten Pflanzenfamilien auch eben. Also Dominik, was mich noch interessiert ist, du hast ja am Anfang gesagt, dass das in Direktsaat passiert ist, das heißt, es ist ohne Bodenbewegung eingeschlitzt worden. Kannst du vielleicht kurz erklären, warum dir das so wichtig ist, das zu machen?
Und prinzipiell ist es ja so, dass bei einer jeden Bodenbearbeitung, bei einer jeden Bodenbewegung Stickstoff, aber auch Kohlenstoff freigesetzt wird. Bei einer jeden Bodenbearbeitung baut man auch Humus ab. Wenn man Direktsaat erfolgreich betreibt, dann wäre das natürlich der Idealfall, ohne Bodenbearbeitung vorher in einen bestehenden Pflanzenbestand neue Vielfalt mit einzubringen, denn dann hat man eine möglichst lange Zeit im Jahr Wurzelleistung, man hat immer bedeckten Boden. Das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz der regenerativen Landwirtschaft. So lange wie möglich immer Böden bedeckt halten und im Idealfall nicht nur bedeckt, sondern auch noch vielfältig durchwurzelt. Und wenn das mittels Direktsaat gelingt, dann ist das natürlich ideal. Ist aber in Dauerkulturen auch oft nicht einfach. Wir haben auch schon zum Teil Lehrgeld bezahlt, beziehungsweise haben wir hier viel lernen müssen, wann Direktsaat besser funktionieren kann und wann weniger. Wir haben zum Beispiel auch gemerkt, wenn man einen sehr dichten Grasbestand hat und anschließend keine passenden Niederschläge nach der Saat, bei uns ist das Wetter trotz Vorhersagen oft etwas ungewiss, dann tut man sich mit Direktsaat auch schwer. Wenn man aber so wie wir im letzten Jahr hier einen etwas lockeren Bestand hat und nach der Saat auch noch passende Niederschläge, dann funktioniert Direktsaat auch in Dauerkulturen sehr gut. Christoph, du hast jetzt mehrmals schon Liquid Carbon Pathway, dieses Stichwort genannt, den flüssigen Kohlenstoffweg, wie Pflanzen über ihre Wurzelexudate, über ihre Wurzelausscheidungen Kohlenstoff, Zuckerverbindungen in den Boden pumpen und dass das der effizienteste Weg zum Humusaufbau ist, sicher nicht der schnellste, aber der effizienteste. Und wenn sich jemand von euch intensiv mit Humusaufbau beschäftigen möchte oder gerade am Anfang vom Humusaufbau in seinem Obstgarten steht, dann kann ich nur empfehlen, googelt den Begriff, sucht nach ihm Liquid Carbon Pathway und sucht vielleicht auch nach dem Namen Dr. Christine Jones. Das ist nämlich die Frau, die diesen Begriff geprägt hat und mit der auch ich die Anfänge meiner eigenen Humustheorie im Kopf begonnen habe. Die Mischung, die wir jetzt hier eingesät haben, die wir hier speziell für Dauerkulturen wie Obst und Weinbau entwickelt haben, die haben wir gemeinsam entwickelt und du bietest die jetzt nicht nur uns, sondern auch anderen an? Genau, also prinzipiell haben wir die gemeinsam entwickelt, aber das Entscheidende an dieser Mischung, die wir Fructomax genannt haben, ist, glaube ich, schon die Erfahrung und das Know-how von Dominik und seinem Vater, der dankenswerterweise hinter der Kamera steht, wo einfach jahrelange Erfahrung, wie Pflanzenarten in einer Dauerkultur funktionieren können, hinzukommen. Genau, und wir haben das gemeinsam entwickelt, produzieren das und bieten das auch an. Also jeder, der Interesse hat, kann da gerne auf unserer Website vorbeischauen und sich das und die genaueren Details dazu anschauen oder uns einfach kontaktieren. Ich verlinke euch die Firma von Christoph und die Mischung Fructomax in der Videobeschreibung. Probiert es gerne mal in euren Obstgärten aus. In diesem Sinne wünschen wir euch einen erfolgreichen Humusaufbau, eine gute Saat und eine noch bessere Ernte. Schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Poisdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.